Hi, Anja hier für tabletblog.de. Ich bin hier gerade auf der Pressekonferenz von Samsung, die genau einen Tag vor dem Start des Mobile World Congress stattfindet in Barcelona. Und die haben mir das neue Samsung Galaxy Tab S3 vorgestellt. Endlich, denn das Galaxy Tab S2 ist schon ziemlich lange auf dem Markt, auch wenn es ein kleines Update dafür gab. Nun haben wir endlich das Galaxy Tab S3 und schauen wir es uns doch mal genauer an. Gut, das Design des Galaxy Tab S3 hat sich im Vergleich zum Galaxy Tab S2 nicht allzu viel geändert. Es sieht auf den Bildern und so ziemlich identisch aus. Es gibt aber ein paar Neuerungen und schauen wir uns das Design erstmal an. Es ist 9,7 Zoll groß, wir haben hier weiterhin ein Samsung-Logo, dann weiterhin die drei typischen Android-Buttons hier unten und auch ein Fingerabdruckleser, der ist wie gewohnt, wie bei den Vorgängern, in den Home-Button hier unten eingebaut. Wir haben dann weiterhin einen Rahmen aus Metall, das war auch bei der S2-Generation der Fall. Und auch hier haben wir weiterhin einen Rahmen aus Metall und das sieht recht schick aus. Die Rückseite besteht jetzt allerdings nicht mehr aus Kunststoff, sondern aus Glas, genau wie die Front. Die Front und Rückseite sind nun aus Glas. Das sieht recht schick aus, wie ich finde. Ob es aber die beste Entscheidung war, weiß ich nicht. Man wird hier drauf recht schnell Fingerabdrücke sehen. Ich weiß nicht, ob ihr das im Video schon seht, aber hier sind schon viele Fingerabdrücke drauf. Natürlich, denn hier auf der Pressekonferenz passen das ein paar hundert Leute an. Sonst, es ist sehr dünn. Es ist überraschend leicht. Ich habe gerade nicht genau die Daten im Kopf, aber es fühlt sich auf jeden Fall überraschend leicht an. Gut, schauen wir uns mal ein bisschen die Hardware genau an. Wie gesagt, ein 9,7 Zoll großes Display. Das ist ein super AMOLED-Panel und das Display sieht wirklich klasse aus. Die Tablets von Samsung haben immer eines der besten Displays und das sieht auch hier wirklich klasse aus. Ich bin sogar nicht auf der höchsten Helligkeitseinstellung gerade wegen dem Video, damit das nicht zu hell ist, das Display. Also es ist wirklich klasse, wie das aussieht. Es ist auch ein HDR-Display, also ihr könnt auch HDR-Inhalte hier mit wiedergeben. Die Auflösung liegt bei 2048 x 1536, ist genau die gleiche Auflösung wie beim Vorgänger, genau die gleiche Auflösung wie beim Google Nexus 9, beim iPad Air und auch bei dem Asus ZenPad 3S10. So ziemlich die meisten High-End-Tablets gerade haben so diese Auflösung. So auch Samsung, aber Samsung hat auch das Super AMOLED-Display. Hier drunter steckt dann ein Qualcomm Snapdragon 820 Octa-Core-Chip. Das ist nicht mehr der allerneueste, aber doch ein ziemlich performanter Chipset. Und der dürfte auf jeden Fall für eine deutlich bessere Performance laufen, als es für eine deutlich bessere Performance sorgen, als es bei den Vorgängern der Fall war, die auch mit recht alten Chips ausgeliefert wurden. Ich vermute, die Performance wird so in etwa wie beim Huawei MediaPad M3 sein, das momentan in den Benchmarks bei mir an der Spitze steht. Hierzu gibt es übrigens noch 4 GB RAM, also recht viel Arbeitsspeicher und dann 32 GB Internspeicher. Gut, gehen wir mal ein bisschen um das Tablet hier weiter herum. Wie gesagt, die Buttons haben hier unten, dann haben wir hier eine Kamera, eine Frontkamera. Ich meine, die löst mit 5 Megapixel auf. Unten haben wir dann 2 Lautsprecher. Es gibt insgesamt 4 Lautsprecher, das ist auch recht spannend. Also 4 Lautsprecher, dann haben wir hier ein Headset-Port, einen USB-Typ-C-Anschluss. An dieser Seite haben wir dann es könnte ein SIM-Kartenslot oder ein MicroSD-Kartenslot sein. Auf jeden Fall gibt es auch eine LTE-Version. Wir haben auch eine Lautstärke-Wippe hier, einen Power-Button und oben dann die weiteren Lautsprecher. Das kennen wir schon vom iPad, von einigen Tablets haben wir schon dieses 4-Lautsprecher-Design und das gibt es jetzt auch hier. Auf der Rückseite, hier haben wir dann noch einen Anschluss für eine Tastatur, die es dazugeben wird. Und dann haben wir hier auf der Rückseite eine 13-Megapixel-Kamera, meine ich, mit einem LED-Blitz und wie gesagt, die Glasrückseite. Die Lautsprecher sind zusammen mit AKG hergestellt oder entwickelt und wir haben eben die 4 Lautsprecher oben und unten. Ein weiteres Feature ist natürlich die Software und das hier ist eines der ersten Tablets, das mit Android Nougat erscheint. Das können wir uns mal ganz schnell hier anschauen. Mal sehen, wo wir das finden werden, was denn hier drauf läuft. Softwareinformationen. Und da haben wir Android 7.0 Nougat. Natürlich mit der neuesten Oberfläche von Samsung. Und zu der Oberfläche gehören
auch die S-Pen-Features, die wir von der Galaxy Note-Serie kennen. Denn es gibt einen S-Pen für das Galaxy Tab S3. Das war bei der S2-Serie nicht der Fall. Das war bei einem Tablet, bei einem High-End-Tablet von Samsung schon lange nicht mehr der Fall, dass es einen S-Pen-Stylus gibt. Den gibt es jetzt wieder. Und es gibt, ja, es werden die typischen Funktionen unterstützt. Zum Beispiel diese Air-Commands, wenn ihr hier rüber habert und dann den Button drückt, dann könnt ihr, ja, Übersetzer aufrufen, Screenshot erstellen und so weiter oder einfach ganz normale Notizen erstellen und dann irgendwas zeichnen oder eben schreiben. Das kennen wir ja schon, sind letztendlich die gleichen Funktionen der Galaxy Note Serie. Gut, das ist ein schnelles Hands-on mit dem Samsung Galaxy Tab S3. Mein erster Eindruck ist soweit recht gut. Ich hoffe, dass der Preis nicht zu teuer sein wird. Das haben wir auf der Pressekonferenz nicht erwähnt. Wegen dem S-Pen und so, möglicherweise wird es nicht das günstigste. Es ist eben eine direkte Konkurrenz zu anderen High-End-Tablets und da wird der Preis sicherlich nicht zu günstig ausfallen, aber hoffentlich auch nicht zu hoch. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt mir in die Kommentare. Ich bin Andrzej für tabletblog.de. Vielen Dank fürs Zusehen.